Und herzlich willkommen bei GartenTV. Heute geht es mal um das Thema Tomaten vermehren. Es gibt ja zwei Arten, wie man Tomaten vermehren kann. Die erste Variante ist durch den Geiztrieb, also der Trieb, der zwischen Haupttrieb und dem Tomatenblatt wächst, dass wenn man den rausbricht, den dann ins Glas stellt und dann nach einer Woche Wurzeln bildet und den kann man dann einpflanzen, aber ein detailliertes Video, das verlinke ich euch oben rechts. Wir kümmern uns um die zweite Variante durch Samen. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar werden wir von dieser Sorte die Tomatensamen nehmen. Das ist die Sorte Thumbling Tom Red. Das ist eine Buschtomate, Hängetomate. Und man sieht hier die reifen Früchte, die hängen hier dran. Die können wir abpflücken. Das ist eine sehr gute Sorte, also die kann ich euch nur weiterempfehlen. Also die hat getragen Massen. Also jeden Tag konnten wir mindestens fünf oder so ernten. Also das ist doch nicht schlecht. Also die Sorte kann ich jedem weiterempfehlen. Also hier befinden sich zwei Pflanzen drin und die sehen jetzt auch nicht mehr so schön aus, weil die stehen natürlich im Freiland. Also ja, aber jetzt geht's los mit dem Samen nehmen. Also, was braucht man dafür, um von Tomaten Samen zu nehmen? Man braucht ein Glas, das Glas schon mal markiert mit dem Namen, also mit der Sorte und was das für eine Tomate ist. Dann brauchen wir ein Messer, einen Löffel und noch ein bisschen Wasser. Also, wir fangen an. Und zwar nehmen wir uns die Tomate hier. Könnte mit jeder anderen Tomatensorte genauso machen. Halbieren die und da kann man die Samen sehen. Natürlich, einen Löffel braucht man jetzt nicht unbedingt, aber bei Fleischtomaten kann man das, braucht man schon einen Löffel, damit man nicht zu viel Fruchtfleisch mit reinnimmt. Aber das will man ja nicht haben. So, und das geht jetzt so weiter. Halbieren, ausquetschen. So geht es dann die ganze Zeit weiter. Hier sieht man die Samen auch noch mal ganz gut. So, natürlich muss man ja nicht alle Tomaten nehmen. Also man kann sehen, hoch da, man sieht, das ist vollkommen ausreichend, weil so viele Tomatenpflanzen braucht man ja jetzt auch nicht. Jetzt braucht man einfach nur noch ein bisschen Wasser. Man füllt es auf bis zur Hälfte. Und dann wird einfach der Deckel verschlossen. Und das muss jetzt für 3 Tage an eine sonnige Fensterbank gestellt werden und das fängt dann in dieser Zeit an zu gären und nach diesen 3 Tagen, ich habe das mal was vorbereitet. Jetzt, so, jetzt können wir weitermachen. Hier ist gerade eine Hochzeit ist gerade bei unseren Nachbarn. Ja, das fängt wie gesagt in den 3 Tagen dann an zu gären. Dabei löst sich dann der grüne Schleim um diese Samen und die Samen sind dann davon befreit. Und wie das dann aussieht, das habe ich dann schon mal vorbereitet mit einer anderen Sorte. So, das ist jetzt eine andere Sorte. Das ist die Sorte Black Cherry. Also wie ich finde, einer der besten und leckersten Cocktailtomaten, die es gibt auf der Welt. Also einfach nur top. Die Sorte kann ich jedem nur weiterempfehlen. Also, ja, also
Wie sieht das danach aus? So, das sieht danach so aus, also nicht mal sehr appetitlich. Das müsst ihr jetzt durch ein Küchensieb dann durchsieben und dann mit Leib nochmal mit Wasser ausspülen. Und dann verfahren wir weiter, das zeige ich euch ja jetzt nicht. Einfach in ein Küchensieb sie reinschütten, mit Wasser ausspülen. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, nachdem ich jetzt die Samen ausgespült habe, also das sieht jetzt so aus. Der grüne Schleim um die Samen ist weg. Und nun kann man die Samen ganz einfach auf ein Blatt Papier, am besten Zeichenblockpapier, kein Küchenkrepp oder so, weil da kriegt man dann die Samen gar nicht mehr ab. Da kann man die dann auf diesem Papier kann man die dann ganz einfach abkratzen und dann in eine Samentüte oder ein Glas oder so schön trocken und kühl und dunkel bis zum nächsten Jahr lagern. Nur noch ein bisschen verstreichen. Das kann jetzt draußen trocknen. Und dann kann man das ganz einfach abfüllen. Am besten schreibt ihr euch noch auf das Papier, was das für eine Sorte ist. Also die Black Cherry. Und fertig. Was ich am Anfang noch vergessen habe zu sagen, das könnt ihr nur mit samenfesten Sorten machen. Also wie gesagt, Black Cherry oder Tumbling Tom Red oder so. Keine F1-Hybriden, da funktioniert das nicht. So, das war's diesmal von GartenTV. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei GartenTV. Daumen hoch geben und ich sage Tschüss und bis bald.